Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute wollte ich euch einen kleinen Duftkerzenhaul zeigen und außerdem noch zeigen, welche Duftkerzen ich aktuell hier habe. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich habe mal wieder Duftkerzen bestellt und zwar im Thiemann Online-Shop. Habe ich mal wieder ein bisschen rumgeguckt und habe da ein paar Duftkerzen gesehen, habe bestellt, habe wieder so ein super schönes Paket vom Thiemann Online Shop bekommen, habe ich aber ja auch schon bei Instagram gepostet, ich glaube sogar als Reel. Wenn ihr wollt, könnt ihr da ja mal gerne vorbeigucken. Mein Name ist da Antje Sverel zusammengeschrieben. Ich schreibe es euch hier aber auch nochmal hin, dann könnt ihr ja mal sehen, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da auch oder wenn ihr mir da auch folgen würdet. So. Dann zeige ich euch jetzt gerade mal, was ich eingekauft habe. Wie gesagt, ich habe es hier beim Thiemann Online-Shop eingekauft. Bei denen habe ich auch einen Affiliate-Code, den schreibe ich euch hier hin. Antje10. Und ich packe euch das auch unten in die Infobox, da könnt ihr nochmal nachgucken, weil ich finde, die sind immer so schön verpackt, die Sachen. Die geben sich immer so viel Mühe und daher, ja, ich bestelle unheimlich gerne da nicht nur Duftkerzen, sondern auch Parfum. Oder aber auch die Duftreise für die unter euch, die die Duftreise noch nicht kennen, verlinke ich euch hier oben mal. Oder hier, ich glaube da, ein Video, ein älteres, dann könnt ihr da mal gucken, weil da wird es bestimmt irgendwann jetzt auch mal wieder neu geben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, denn das macht immer wahnsinnig viel Spaß. So, jetzt geht es aber erstmal um das, was ich bestellt habe. Wir fangen einfach mal mit dem Größten an, was ich mir geholt habe. Und zwar hier so eine super schöne Yankee Candle. Und diesmal muss ich sagen, habe ich nur so, ja, helle Düfte, weiße Düfte geholt. Und zwar ist das hier Clean Cotton. Und ja, ich finde, der riecht wirklich wie frisch gewaschene Wäsche. Also irgendwie erinnert mich das irgendwie an mein Waschmittel so ein bisschen. Aber auf jeden Fall riecht das super gut, da freue ich mich drauf. Das habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil das möchte ich bei mir in den Flur stellen, damit unser ganzer Flur super riecht. Deswegen, und das hier ist die 411 Gramm Kerze und die braucht eine ganze Weile, bis die leer ist. So, dann habe ich noch eine, so eine kleinere. Guck mal, die ist auch so süß hier mit so einem kleinen, süßen, kuscheligen Teddybär. Hat mir auch voll gut gefallen. Und das ist Soft Blanket. Die Düfte schreibe ich euch da noch rein, also wonach das riecht so. Aber ich finde den auch ziemlich angenehm, muss ich sagen. Weil, also die habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, die habe ich jetzt einfach nur anhand der Duftbeschreibung bestellt. Und das hat wirklich gut geklappt, denn die gefallen mir alle. So, dann hatte ich noch einen. Ja, der hat mich einfach so angesprochen, so auch von dem Bildchen und was da auch so da stand von der Duftbeschreibung. Deswegen habe ich mir den geholt, das ist nämlich Camellia Blossom und total angenehm nach so einer ganz zarten Blüte. Also überhaupt nicht zu viel, also super, super angenehm. Da freue ich mich auch drauf, die hier unten anzumachen. Und dann habe ich noch eine kleine. Ja, die habe ich halt mitgenommen, ne? Wenn ich ja schon mal dabei war, lauter so helle Düfte. Da habe ich hier auch noch den Baby Powder Duft. Und ich hatte früher eine Handcreme, die 1A genauso gerochen hat wie diese hier. Und ich habe die geliebt, die Handcreme, muss ich echt sagen. Und das hier riecht auch echt gut. Ach, erinnert so ein bisschen an früher. Ja, auf jeden Fall, das waren dann die vier Duftkerzen, die ich bestellt habe. Und das Schöne beim Thiemann Online-Shop ist, man bekommt immer Duftproben dabei. Bisher, auf jeden Fall, bis jetzt habe ich immer welche dazu bekommen. Und da habe ich diesmal nämlich auch einige dabei. Es sind sogar ein paar mehr diesmal. Und zwar hier von Hugo Boss, eins für Frauen, und zwar The Scent for Her. Muss ich mal sagen, bin ich echt gespannt, wie die riecht, weil diesen The Scent in, für Männer findet mein Mann total super. Deswegen werde ich den hier mal gerne ausprobieren. Das mache ich im Moment sowieso super gerne, nämlich durch diese ganzen Duftproben durchzutesten. So, dann hat man das auch immer so. Hier ist dann so ein Aufkleberchen drauf. Und zwar ist das dann der Duft, der in dem Paket versprüht wurde. Das ist dann so angenehm, wenn man das dann aufmacht, dann kommt einem immer so ein angenehmer Duft entgegen. Und das hier ist auf jeden Fall von Escada Cherry in Japan, glaube ich. Ja, da bin ich mal gespannt. Das hat so ganz angenehm gerochen. Muss ich aber mal ausprobieren, wie das ist, ob das auf meiner Haut dann auch gut riecht. Aussehen tut es auf jeden Fall super gut.
Dann haben wir hier noch was Hübsches von Dolce und Gabbana Gold. Also muss ich ja sagen, das Gold Intense. Also da muss ich mal gucken, ob das was für mich ist. Auf jeden Fall, was steht hier mit Patchouli und weißer Muskatnuss. Hört sich auch interessant an. So, dann haben wir hier noch einen Duft. Und zwar Black Opium. Und da muss ich sagen, ja, das erinnert mich so ein bisschen an jemanden, der früher gerne Opium genommen hat. Das ist ja von Yves Saint Laurent. Und ja, Black Opium sagt mir gar nichts. Das Opium an sich mochte ich nicht. Mir persönlich war es zu schwer. Mal sehen, was mit dem Duft hier ist. So, dann habe ich noch eins. Das finde ich hier von, also das ist die Verpackung super hübsch mit dem Türkis und dem, ja, Silber. Oder Roségold ist das. Das Parfum heißt nämlich auch Rose Gold. Und das ist mit ein anziehender Charakter, strahlend, faszinierend, dynamisch. Ja, ich guck mal, ob ich da so die Duftbeschreibung von den einzelnen Parfums finde. Dann blende ich die euch auch jedes Mal ein. Dann könnt ihr nämlich mal gucken. Und hier drüber freue ich mich, weil den mag ich nämlich super, super gerne. Von Giorgio Armani C. Den hatte ich jetzt schon ein paar Mal in unterschiedlichen Varianten. Und da bin ich jetzt einfach froh, dass ich den nochmal habe. Den verwende ich nämlich sehr gerne. So, das waren dann, sage ich mal, mein kleiner Einkauf beim Thiemann Online-Shop, jetzt aktuell neu. Wenn ihr wollt, guckt da gerne mal vorbei. Die haben echt immer schöne Sachen. Und ja, dann gucken wir mal, was ich sonst noch so an Duftkerzen habe. Denn mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass ich hier doch das ein oder andere angesammelt habe. Die ein oder andere Duftkerze steht auch hier bei mir im Haus verteilt. Deswegen habe ich jetzt mal nur die genommen, die ich bis jetzt noch nicht angezündet habe. Und dann nehmen wir einfach mal hier dieses Paket. Und das ist nämlich ein Paket von Ava und May. Da gab es nämlich zwei Kerzen in einem Set. Die hatten mir so gut gefallen. So. Ich zeige die euch mal. Und die riechen auch richtig gut. Und zwar ist das hier einmal Bahamas und einmal Barbados. Und die sehen super süß aus. Ich muss mal gucken, ob ich die hier rausbekomme, weil das ist immer ein bisschen schwierig mit der Verpackung. Na, also die Verpackungen an sich, die sind immer so schön. Die gefallen mir richtig gut. Das ist auch so eine süße kleine Schildkröte. Und ja, ich mag auch die Gläschen. Die verwende ich nämlich sehr gerne weiter. Ne? Wenn die abgebrannt sind, dann spüle ich die, mache ich den Aufkleber ab. Und dann ist das immer ein süßes Geschenk, wo man dann hier Süßigkeiten reintun kann oder eine andere Kerze. Und dann kann man hier schön mit diesen. Fällt mir der Name wieder nicht ein. Ich habe so Stifte, mit denen man das gut dann bemalen kann. Ja, und diese Düfte hier, ich persönlich mag sie super gerne. Ich weiß, da lässt sich wieder drüber streiten, aber über Geschmack lässt sich nicht streiten, weil jeder hat nämlich einen anderen. Und ich mag die Düfte von Ava und May. Hier für meinen Raum, wo ich sie jetzt hier abbrenne, da riecht auch der Raum danach und mir reicht das auch. Ich muss das nicht immer so heftig haben. Ich finde das auch ganz angenehm, wenn es mal dezent ist. Und ich persönlich nehme den Duft hier wahr. Ich weiß, dass andere das anders sehen. Das ist aber ja, ist ja auch okay. Aber ich mag die Düfte einfach und was schon so ist, so für einen regulären Preis würde ich die auch niemals kaufen. Immer nur mit einem Rabattcode. Aber da gibt es ja einige Marken. Sehe man auch jetzt Oceans Apart zum Beispiel oder auch andere Banana Beauty und wie sie alle heißen. Da würde ich niemals die Originalpreise für bezahlen, sondern immer nach einem Rabattcode gucken, weil warum sollte man das tun? Da gibt man einfach viel zu viel aus. Und wenn man sich dann überlegt, dass ich dann hier für so eine Duftkerze 10 Euro oder 12 Euro bezahlt habe, ist das für mich super in Ordnung. Denn das hier kostet auch zwischen, je nachdem, wann man sie kauft, zwischen 8 und 12 Euro so ein kleines Gläschen. Ne? Also ja, das ist Yankee Candle und das ist Ava & May, aber trotzdem, ne? Ordentliche Duftkerzen kosten halt nun mal ein bisschen was und jeder wie er mag. Der eine mag halt da nicht so viel Geld für ausgeben. Ich persönlich mag Duftkerzen sehr gerne, deswegen gebe ich dafür auch mal was Geld aus und ja, finde das immer so ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Wenn der ein oder andere dann einen, ja, deswegen ein bisschen angreift und sagt, keine Ahnung von Duftkerzen und warum kauft man diesen Scheiß und bla 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 bla. Es wird ja keiner genötigt, irgendwas zu kaufen. Also das entscheidet man immer noch selber und was man nicht mag, kauft man nicht oder was einem zu teuer ist, kauft man auch einfach nicht.
So, das ist jedem selbst überlassen. Und ich habe das in letzter Zeit jetzt so oft unter Videos gelesen. Und das waren nicht unbedingt meine Videos, sondern auch von meinen Kolleginnen oder Kollegen. Und das muss ich sagen, ich finde das ein bisschen schade, dass das so ist. Weil warum kann man nicht jedem mal seine Meinung lassen? Und hier, das ist nun mal Content für euch, den ihr euch einfach schön angucken könnt. Und ja, wir erzählen euch die Sachen, die uns gefallen. Zumindest kann ich von meiner Seite aus sagen, ich zeige euch die Sachen, die mir hier gefallen. Dann sage ich auch, sie gefallen mir. Wenn sie mir nicht gefallen, sage ich euch auch, dass ich sie nicht mag. Und ich hatte auch schon genug Sachen, wo ich dann echt enttäuscht war und was mir nicht gefallen hat. Deswegen sortiere ich ja auch immer Sachen aus. Na? Nur, ja, finde ich es einfach ein bisschen, ich ärgere mich dann da immer so ein bisschen drüber, das muss ich schon sagen. Es ist einfach schade. Naja, machen wir hier mal weiter. Und das ist die zweite, die hat auch so eine super schöne Farbe. Und die riechen echt total gut. Und bei den Düften ist das ja immer so. Na, das eine mag man, das andere nicht. Ich persönlich mochte die beide. Deswegen habe ich die mir auch damals in dem Set gekauft. Habe sie bis jetzt noch nicht verwendet und lasse sie auch jetzt noch in diesem Set schön drin und werde die wieder wegstellen, weil ich so viele andere habe, die ich erstmal fertig aufbrennen werde. So. Weil diese Kerzen brauchen ja auch immer eine Weile, bis sie abgebrannt sind. Deswegen hat man da auch lange was von. So, dann nehmen wir hier noch eine. Die hatte ich mir nämlich zu Weihnachten gekauft, eine Yankee Candle. Die habe ich bis jetzt noch nicht angemacht, aber das ist nicht schlimm. Die kann ich auch so anmachen. Das ist nämlich Mary Berry Harmonie von roten Früchten. Und das riecht nach Bonbons. Das sind Bonbons, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die habe ich früher voll gerne gegessen. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen und die riechen super gut. Und das ist für mich auch ein Duft, den ich jetzt mit Sicherheit auch noch gut anmachen kann, weil das passt. So, dann kennt ihr die hier ja auch schon. Die habe ich ja auch schon etliche ausprobiert und hier, die habe ich halt hier noch stehen. Und zwar ist das von der Candle Factory, Melone Grapefruit. Und ja, die hatte ich mir geholt, weil ich hiervon auch schon mehrere hatte und dieses Melone Grapefruit hat mich einfach so angesprochen. Deswegen habe ich die auch da. So, dann habe ich hier noch eine, oder weiß ich gar nicht, ob ich die in naher Zukunft verwenden werde. Ich finde die nämlich so hübsch. Das war nämlich so eine Limited Edition. Tulum, Mexiko. Ach, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber so, weil die ist nämlich in so einem richtig, richtig, richtig hübschen Glas. Und das wird auf jeden Fall ein Glas werden, was ich behalte. Das finde ich nämlich super schön, weil hier ist nichts aufgeklebt, sondern das ist da, hier, das ist da drauf gedruckt und in dem Glas. Also super schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich persönlich mag auch diese Holzdeckel. Ja, auch wenn das aussieht wie eine Pressspanplatte, finde ich das trotzdem schön, gefällt mir, weil da hat man schön Deckelchen drauf. Und natürlich kann man das nicht mit den Deckeln von Woodwick vergleichen. Natürlich nicht. Aber diese Kerzen von Woodwick kosten auch nochmal ein Eckchen mehr. So. Und apropos Woodwick, da habe ich auch hier noch so eine super schöne, so eine Ellipsenform. So, ne? Ihr seht, das ist ein ganz anderer Holzdeckel. Und ihr wisst ja, hier diese Kerzen finde ich auch ganz toll. Das sind nämlich die mit dem Holzdocht und da hört sich das immer an wie so ein Kaminknistern. Und hier die hat einen ganz interessanten Duft. Die hat vor allen Dingen auch drei Schichten. Und ich mag das total gerne, dieses Knistern und ach, riecht gut. Also alles in allem super schön. Und ich liebe es, hier abends zu sitzen, das Licht auszumachen, meine Kerzen hier anzumachen und mich hier hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Ganz ehrlich, das ist für mich echt so schön entspannt. Au. Finger. Ja, jetzt muss ich mal weiter gucken. So, dann habe ich hier noch, ich weiß gar nicht, wo ich die alle her habe, aber ich habe hier noch eine Woodwick und zwar eine kleine. Die ist White Honey. So, wie so ein kleines Teelicht, ne, mit diesem Holzdocht. Die werde ich aber wahrscheinlich weiter wandern lassen, weil ich finde die zum Verschenken super schön, muss ich sagen. So was kleines Süßes, das kann man dann schön weiter verschenken. Und hier verschenkt man dann so ein kleines Lagerfeuer, finde ich total niedlich. So, dann haben wir hier noch was von der Candle Factory. Da habe ich euch auch schon welche von gezeigt. Und ich habe jetzt auch mittlerweile schon eins, zwei, drei davon, also zwei so kleine Gläschen und ein großes Glas, was oben bei mir in der Küche steht, weil wir trinken da nämlich draus. Das sind nämlich so, so schöne Gläser und die sind auch ohne Kerze drin echt schwer.
super schön und hier draus kann man auch gut Cocktails trinken. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Kann man schön Eis reinpacken. Man hat trotzdem immer noch genug Platz, um was reinzutun. Und hier, das ist eine Diamond Candle Cotton and Wood. Oh, und ich mag das. Ich mag diese Düfte. Ich finde das total cool. Deswegen, ja. Auch eine Marke, die ich super gerne habe. Also es sind einfach Yankee Candle, die Candle Factory, Ava and May, so das sind so meine, und Woodwick sind so meine Lieblingskerzen. So, jetzt habe ich aber hier noch so eine andere kleine, süße, besondere Kerze. Das muss ich echt sagen. Und zwar sind die Herbarium-Kerzen. Und ich finde die total süß. Die sind in so einem schönen Tontopf mit so einem Korkdeckel. Dann sind die hier drin. Ich lasse euch den Link mal unten in der Infobox, weil die hat einen Etsy-Shop und dann könnt ihr da bei ihr bestellen. Boah, und ich liebe diesen Duft. Ich schreibe euch den hin. Ich meine, das wäre irgendwas mit Mandarine gewesen, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ich suche es aber nochmal raus. Und ich finde diese Döschen so schön. Die kann man nämlich wiederverwenden. Dann macht man hier einfach dieses Zettelchen ab und dann hat man hier so ein süßes Döschen. Und da kann man auch wieder was super schön verschenken. Und ich mag diese Kerzen sehr, sehr gerne. Muss mal gucken, wenn die hier mal alle ist, dann hole ich mir auch nochmal eine neue. Und die hat auch noch verschiedene andere, auch so Kerzen zum selber machen. Das habe ich mir auch bestellt. Bis jetzt habe ich es nur noch nicht geschafft, mit meiner Tochter die Kerze zu machen. Wenn wir das machen, dann zeige ich euch das auch mal im Video. So. Dann habe ich hier eine von Airwick. Die habe ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen oder so. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier eine mit roten Früchten. Glaube ich, steht hier drauf. Keine Ahnung. So vom Duft her ist das ganz okay. Die Farbe sieht süß aus, aber ich muss sagen, nichts im Vergleich zu den anderen Duftkerzen. So. Mal gucken. Vielleicht lasse ich die auch irgendwann noch weiter wandern. Mal sehen. So, dann habe ich hier noch eine Duftkerze. Die war in der My Little Box drin. Und hier steht nur drauf, dass sie 10 bis 13 Stunden brennt. Oh, die riecht nach einer Blume. Ich glaube, nach Veilchen oder irgendwie so, glaube ich, riecht das. Riecht aber auch ganz angenehm. Finde ich voll süß. Und ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, als das da drin war in der My Little Box. Dann habe ich hier noch eine von der Candle Factory. Und zwar, eine Candle to go, finde ich auch total süß, so eine kleine Wildblume. Und die habe ich mir auch nochmal gekauft zum Verschenken. Weil guck mal, das sieht dann auch wieder so aus wie so glitzerndes, ja, wie so Kristalle. Und ich finde die hier total wirklich hübsch und süß zum Verschenken. Deswegen habe ich mir die auch gekauft. Irgendwann wird die irgendeiner in seinem Päckchen drin haben. So, dann haben wir hier noch etwas von, kennt ihr bestimmt auch, Party Light. Ja. Da habe ich nämlich auch so eine liebe Abonnentin, bei der ich da mal bestellt habe. Ich lasse euch ihren Link auch unten in der Infobox. Da könntet ihr da auch vorbeigucken, wenn ihr wollt. Und ich mag auch hier von Party Light die Kerzen. Und ich hatte mir hier dann halt so Teelichter gekauft. Und zwar ist das Eisfrüchte, Maulbeere und faszinierende Feige. Das sind dann, ich zeige es euch gerade mal so, verschiedene, ne? Und ich liebe Maulbeere. Das war immer schon mein Lieblingsduft von denen. Deswegen habe ich mir das hier dann, als ich das gesehen habe, direkt gekauft. Finde ich total cool. Freue ich mich sehr drüber. Die werden immer mal wieder hier hinten in diese Gläser reingepackt. Und dann brenne ich die da mal neben mir dann ab. Weil das ist immer so schön, so wenn man hier so sitzt und das flackert so ein bisschen. So, dann haben wir hier noch eine Ava und May, so eine kleine, weil die mag ich auch so gerne hier. Diese Havanna Cuba. Die hat auch einen ganz tollen Duft und sieht süß aus in dem Glas. Das ist genau meine Farbe. So, dann habe ich hier noch eine. Die war, glaube ich, mal in einer Box zur Duftreise vom Thiemann Online-Shop. Und zwar Atkins 24 Old Bond Street, eine parfümierte Kerze. Und sieht dann so aus. Ne? Dann dieses Logo von Atkins. Und die ist von innen so, ja, ist glaube ich schwarz. Das ist aber was völlig anderes, ne? Als die Duftkerzen, die ich sonst immer habe. Weil die anderen sind eher so fruchtiger oder wie hier diese etwas cleaneren, sauberen Düfte. Und das hier ist wirklich so, also eine parfümierte Kerze einfach, ne? Die dann so nach einem richtigen Parfum riecht. Das ist einfach was anderes.
So, dann habe ich hier noch eine, die war in irgendeinem Adventskalender drin. Ich weiß jetzt leider nicht mehr welche. Und die ist von, man glaubt es kaum, Rituals. Ich habe doch echt was behalten, was von Rituals ist. Und zwar, one beautiful fragrance can create many beautiful memories. Und das stimmt auch. Bestimmte Düfte, die ja, erinnern uns an Dinge. Das ist echt so. Das ist sehr, sehr oft. Deswegen, ja. Finde ich das süß, deswegen habe ich sie auch behalten. Ob ich sie wirklich abbrenne, weiß ich noch nicht. Ja, jetzt habe ich hier auf jeden Fall noch etwas. Die habe ich auch extra noch rausgeholt, weil die hier mag ich auch so gerne von Ava May. Und zwar Rio de Janeiro, Brasil. Boah, die ist so toll. Ich kann euch den Duft nicht beschreiben, aber ich liebe diesen Duft. Der ist so schön. Deswegen habe ich euch den auch gezeigt. Und welchen ich auch super gerne mag, ist der hier. Und zwar Sizilien, Italien. Und hier den ganzen Orangen da drauf. Und ihr wisst ja, ich liebe ja Orange. Und ja, da musste die natürlich damals auch gekauft werden, als sie rauskam. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich sie mir jetzt schon mehrfach nachgekauft habe. Diese Duftkerze. Und die ist echt. Oh, die ist toll. Ja, so ist das mit diesen Duftkerzen. Ja, damit wären wir denn dann jetzt auch durch. Wie ihr seht, habe ich jetzt noch die ein oder andere Duftkerze und die ein oder andere Stunden, Tage, Wochen werde ich noch verbrauchen, bis die hier alle aufgebraucht sind. Denn ich verwende immer nur eine Duftkerze. Immer steht eine da. Und hier habe ich halt die kleinen Teelichtchen drin. Deswegen dauert das alles ein bisschen. Natürlich stehen die auch bei uns mal im Flur. Da verteile ich die halt auch ein bisschen im Haus. Aber das dauert, weil oben lasse ich die nie so lange brennen. Weil meine Familie mag das nicht ganz so gerne. Ich halt schon. Deswegen tue ich mich da eher in meinem Reich damit aus. Ja, damit wären wir dann durch. Ihr könnt mich in den Kommentaren ja mal gerne wissen lassen, welche Duftkerzen ihr super findet. Vielleicht ist ja noch für das eine oder andere für mich dabei, wo ich noch mal ein bisschen rumstöbern kann und ein bisschen gucken kann. Weil ich lasse mich da auch gerne inspirieren. Viele von diesen Sachen, also hier die Yankee Candles und die Candle Factory und Woodwick, da bin ich ja über den Thiemann Online-Shop drüber gestolpert, über die Duftreise und teilweise auch über die Kati von Contra Junkie, die liebt ja auch Duftkerzen und zeigt ja immer wieder welche. Deswegen, ja, habe ich schon die ein oder andere auch mal so bestellt und ich muss sagen, ich finde es einfach super schön. Für mich gehört das einfach mit dazu, hier eine schöne Kerze hinzustellen, damit sie einfach gut riecht. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das möchte. Ja. Und damit sind wir dann am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.